Hallo ihr Lieben, hier zu World of Warcraft Dragonflight. Nach langer Zeit wage ich mich mal wieder ins Reich von World of Warcraft. Letztes Mal 2017 gespielt, also schon eine ganze Weile her. Jetzt gibt es ja das neue Update, wir starten als Drache. Und ja, ich bin gespannt. Level 58 geht's los. Neues Startgebiet dafür. Bin gespannt. Wo jemand die Drachen ein bisschen eingeschläfert. Okay. Ihr seht nur Erinnerungsfetzen. Der Drache vor euch reagiert nicht. So als wäre er durch eine unbekannte Macht festgefroren. Ich spüre, dass ihr die Macht besitzt, euren Verbündeten zu befreien. Möglicherweise gibt es noch andere im Hort. Weg die anderen Drahthür. Jetzt erstmal in die Optionen. So ein paar Sachen wie schnell plündern. Jetzt mal schnell kicken. Ich habe auch schon ein paar Mods installiert, so wie den Verkauf von Schrott. Also zwei Sachen gleichzeitig machen ist nicht so einfach. Ja, hier sind die Add-ons, Actioneer, Handy Notes. Hone und Scrap. Braun ist zum Vergleichen von Items und Scrap ist der Schrottverkäufer. Kommen bestimmt noch welche dabei. So, Bearbeitungsmodus. Das muss da oben hin, das stört mich da unten. Und der Rest kann erstmal so bleiben. Und dann wollen wir uns mal in die Welt der Drachen wagen. Interessant, ich kann nicht, wie ich das jetzt gewohnt war, über WASD steuern. Was? Was ist geschehen? Wer hat uns das angetan? Etwas stimmt hier nicht. Wir müssen unsere Flügelkameraden finden. Yellen! Drückt während des Fallens springen, um zu gleiten. Jetzt noch wissen, was springen war. Also irgendwie reagiert die Tastatur gar nicht. Ah, jetzt. Sehr merkwürdig. Warum ging das eben nicht? Die Draktier befreien sich. Haltet sie in Schach. Okay.
Gerade noch was gegen. So, mal kicken. Mal kicken. Jetzt fange ich schon an, hier ständig mal kicken zu sagen. Ich erinnere mich, einen Befehl befolgt zu haben. Okay. Ihr fühlt den Schmerz eures Verlustes. Ja, von dem Drachen ist wirklich nicht mehr so viel übrig. Viele Knochen. Ja, alles schon im Laufe der Zeit verfallen, glaube ich. Ne, zu denen auch nicht. Wie lange waren wir in Stasis? Sehr lange, so wie unser Hort aussieht. Okay, Ruhestein, ist klar. Wie immer ein Vergnügen. Mein Gott. Also, machen wir uns an die Arbeit. Ja, finde ich eine gute Idee. Wir sind der Schild, Detektiv. Hilft ein Gegner mit einer Explosion blaue Energie an. Das müssen wir auch erstmal lernen. Und starke Winde. Es schafft Waffen, Vorräte und Rüstung. Die Detektiv werden in dieser Welt ihren Platz finden. Die Draktür sind bereit. Das sind vier Wächter der Konstrukte. Dann treffen wir uns mit dem Erdwächter. Meltarion kann erklären, was passiert ist. Da bin ich sicher. Schlafen. Dann müssen sie sterben. Okay. Da kann ich noch nicht rein, so wie es aussieht. So, was haben wir denn hier? Lebende Flamme. Azurstoß. Flügelstoß. Schlägt kräftig mit den Flügeln. Schwanzfeger. Desintegration. Explosion blauer Magie an. Und Gleiten. Verringert eure Fallgeschwindigkeit. Okay, die geht automatisch, wenn ich beim Fallen springe. Jetzt testen wir jetzt mal hier. Okay. Ah, die kann ich nicht so oft einsetzen, verstehe. Jetzt aufgegangen ist, weiß ich nicht. Bestimmt wieder die falsche Taste erwischt. Ich bin mit der Laptop-Tastatur jetzt zum ersten Mal auch. Von daher. Okay. Verstehe. Was denn da? Blauer Magie-Zauberstab. Kann ich den überhaupt anziehen? Anscheinend nicht.
Die Draktyr sind Relikte einer vergessenen Vergangenheit. Auf Azeroth ist kein Platz für sie. Das werden wir mal noch sehen. Behauptete Rationen. Ich reg mich doch nicht so, Kumpel. Okay. Kiste mit Kriegsschuppen. Danke, danke. Oh, warte, ich muss mal woanders hin. I go in this room. Ach, das geht sogar, wenn man so springt. Irgendwelche neuen Entdeckungen? Nur gleich 25 Gold? Immer. Standhaft. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Hat hier der Rubinstab. Bleibt eurem Werden treu. Bereitet euch darauf vor, den Hort zu verlassen. Obsidian Wächter stehen erhoben. Lutresch! Könnt ihr die Barriere einreißen? Sorry. Genau die Verstärkung, die ich brauche. Habt ihr den Erdwächter gefunden? Nein, er ist nicht in dieser Kammer. Aber dort ist... ein anderer Drache. Kommt, treue Diener von Maligoth! Zeigt diesen Missgeburten keine Gnade! Na, das wird lustig. Okay. Na dann. Bin ich da runter? Ich trau mich nicht. Woran erinnert ihr euch, Zuri? Vor der Stasis. Nur an Bruchstücke. Ein Kampf gegen einen mächtigen Gegner. Wir siegten, glaube ich. Doch wir haben es teuer bezahlt. Wir finden die Antworten. Aber erst müssen unsere Leute hier weg. Es soll geschehen. Durch Flügel oder Kralle. Okay, eigentlich habe ich doch den angeklickt. Okay, das war das. Oh, hier ist eine Treppe. Zu weit weg. Schon. Zurück in die Stasis mit euch! Ich biete euch meine Hilfe an.
Was haben wir denn hier Schönes? Die Stufe 60, aber den hier kann ich anziehen. Ja, ich kann es vergessen. Verbesserung. Geht nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Kann ich so auf jeden Fall nicht anziehen im Moment. Muss ich jetzt wieder hochlaufen? Nee. Das Gold fließt. Aber wenn man denkt, was ein Monat kostet, ist das auch ziemlich schön. Invasiver Salamander sieht cool aus. Dieser Drache wird unseren einzigen Weg hinaus versperren. Blutroses Trakiertuch. Klare Himmel und starke Winde. Mal gucken, ob ich das auch anziehen kann. Rücken, wo ist denn hier Rücken? Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ihr nennt das eine Uniform? Wir wurden trainiert, Drachen zu verteidigen, nicht sie zu bekämpfen. Das ist falsch. Lapisagos hat uns keine Wahl gelassen, Zuri. Er will uns vernichten. Heute kämpfen wir füreinander. Für alle Draktür. Wahrlich treffende Worte. Ausgang erreicht. Nicht, dass ich noch einen mit dem da kaufen muss. Kombinierte Power. Alles mich. Okay, man kann sie also selber heilen. Alt-Taste und ganz schön staubig hier. Wo ist Schuss? Der Hort stürzt ein. Wo ist Schuss? Unsere Übungsplätze sind vollständig überwuchert. Wir müssen sehr,
sehr lange in Stasis gewesen sein. Konzentriert euch, Kodefi. Feinde könnten uns auflauern. Erfolgsworte, der Kriegshorn. Er lernt Feuerarben und übt der mächtige Angriff. Ihr habt eure Befehle. Respekt will verdient sein. Untersucht den Arkanstrahl. Das Leuchtfeuer pulsiert vor Magie. Es könnte dazu dienen, uns einzusperren oder ein Signal zu senden. Je länger ein ermächtiger Zauber gebückt wird, desto mächtiger wird er. Einfach die Zaubertaste gedrückt halten, um den Zauber zu starten und zum Wirken loslassen. Okay, verstehe. Aber jetzt muss ich mal was gucken. Optionen, da war doch irgendwo was mit dem Rucksack. Da war das glaube ich nicht, oder? Da. Das irritiert mich irgendwie. Aber geht trotzdem so nicht auf. Warum kann ich die so nicht anziehen? Okay. I don't know. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie reagiert an die Maustaste nicht. So. So, wirkt mächtigsten Feuerarten. Leuchtfeuer untersucht. Da. Kleine Viecher sind irgendwie niedlich. Ja.
gerade kein Ziel. Man muss den direkt auf die wirken? Kann natürlich auch sein. Auch nicht. So, wie das mit Infusionen, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Was sind das, die Dinger? Ah. Okay, Feuerarten 1. Ah, jetzt weiß ich, was er will. Da ist noch so ein Ding. Habe ich das kapiert. Hier für ein Kämpfchen. Zurück zum Training. Wie lautet euer Bericht, die Obsidian-Wächter? Da kommen sie! Stärkt, Draktier! Glutal! Den Erdwächter sei Dank. Wir benötigen ihre Weisheit. Übt Segeln! Schön, euch zu sehen, Glutal. Aber wo ist euer Wern? Ich bin erwacht. Die übrigen Drakteur nicht. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Die Drakteur sind bereit. Versucht, durch die Ringe zu segeln. Kommt zuerst. Nein, das ist genau das Richtige für mich. Scheiße. Okay, wie soll ich denn da hochkommen? Die haben wir noch nicht gesehen. Ah, das ist Gleiten. Das andere ist Segeln. Verstehe. Oh, ist das schnell! Okay. Ich denke nach. Schön, dass du nachdenkst. Ja. Okay. Gerade ein bisschen die Übersicht verloren, da oben ist noch einer. Den habe ich jetzt nicht mehr genug Schwung. Okay. Neuer Versuch. Verdammt!
Achso, ich habe aber gerade was gesehen. Den da oben kriege ich nicht. Wo ist denn der? Okay, ich muss erst irgendwie da hoch. Scheiße, wieder vorbei. Ich bin zu blöd zum Segeln. Ich glaube, diesmal habe ich ihn erwischt. Puh. Ja, nicht so einfach, weil das auch so schnell geht. Was, das wird noch schlimmer? Neuen Entdeckungen? Doch nicht. Glück gehabt. Segel durch die Ringe. Ja, okay. Das dürfte nicht so schwer sein. Okay, mit den Tasten. Habe ich es erwischt? Nee. Durch den Kombin-Flügelschlag jetzt? War zu viel. Okay. Starke Winde. Okay. Trainieren, wie wir kämpfen, übt Segeln. Wo musst du denn hin? Es gibt viel zu tun. Bleibt aufrichtig. Da muss ich jetzt nochmal. Ah ja. Ich bin bereit zu dienen. Wir werden unser Schicksal. Erfolgsfortschritt. Städte des alten Burgs. Glutresch und der Champion werden die Heilschwingen aufsuchen. Fliegt vorsichtig, meine Freunde. Drachen lauern überall. Okay. Das ist ja gleich noch mal ein bisschen hin. Okay, so aber nicht. Also so oft geht das auch nicht, es sei denn, man ist am Üben. Okay, an sich ist das aber ein guter Zeitpunkt für einen Break. Die sehen ja cool aus. Machen wir noch ein bisschen was aus. Und hin ist nicht nett. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und den Rest und die Quest hier, die finden wir in der nächsten Runde aus. Ich sag erstmal danke, freue mich drauf, wie es weitergeht. Das mit dem Segeln ist schon mal ganz tricky. Der Anfang war nicht schlecht, finde ich.
und bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, bye bye.